bei der Übung 03 für diejenigen, die später gekommen sind, nochmal eine kurze Erläuterung. Wie komme ich in Excel zu den Datumswerten? Es geht jetzt momentan nur um Datumswerte, sprich ohne Uhrzeit. Das habe ich hier mal demonstriert. Ich habe hier mal einfach ein paar Datumswerte eingegeben. Ich mache das nochmal, zeige das nochmal, wie man die eingibt. Das ist im Prinzip total simpel. Sie geben einfach hier ein Datum ein, zum Beispiel 1.1.1900. Und das wird normalerweise von Excel immer automatisch erkannt. Das heißt, das erkennen Sie daran, dass er den Wert nach rechts einrückt. Und wenn Sie oben reinklicken, das machen die wenigsten, sehen Sie, dass das Datum formatiert. Aufpassen, das Datum hat immer eine, also es werden nicht alle Werte als Datumswerte erkannt. Wenn Sie zum Beispiel hier ein Datum eingeben, was vor dem 1.1.1900 liegt, zum Beispiel 20.12.1899, dann bleibt das links stehen. Wenn Sie oben reinschauen, bleibt bei Standard, das wird als Text interpretiert. Also das ist gar nichts, weil das wird von Excel nicht mehr als Datum interpretiert. Das heißt, das Ganze geht los ab 1.1.1900 und man sieht aber auch hier, es geht da nicht beliebig in die Zukunft, also irgendwann hört es dann wieder auf. Nehmen wir mal hier die 75.000, ich glaube bei 5, irgendwas mit 70, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Nee. Da fehlt noch eine 0 zu viel. Ah, das geht auch noch, 7.500. Machen wir 100.000. Ah, 100.000 nimmt er schon nicht mehr. Also 7.000, achso, 10.000 genügt ja schon. Nimmt er auch nicht. Also bei 10.000 ist wahrscheinlich Schluss. 9.000. Nimmt er noch. Ich schätze mal, bei 10.000 dürfte Schluss sein. Also bei dem Jahr 10.000, das ist noch lange hin. Ja, das ist im Prinzip länger als unsere Zivilisation. Ja, also das geht im Prinzip zurück bis in die Jäger- und Steinzeit, wenn wir es mal rückrechnen würden. Ja, so weit in die Zukunft geht unser Excel-Kalender. Ja, bis dahin gibt es wahrscheinlich gar kein Excel mehr. Ja, wenn der Kalender nicht mehr funktioniert. Ja. Das heißt, wer jetzt sehr, sehr langfristige Zukunftspläne hat, kann mit Excel dann nicht arbeiten. Genauso, wer im Prinzip hier in der Vergangenheit unterwegs ist. Ich glaube, das Problem mit der Vergangenheit ist wahrscheinlich eher aktueller. Also, wer zum Beispiel Geschichte studiert und da irgendwelche Kalender auswerten will, kriegt da eher ein Problem als vielleicht irgendein Zukunftsforscher. Okay, wenn wir jetzt das Ganze mal angeben und uns anschauen, was in Wirklichkeit hier drin steht, welche Werte hat er eigentlich dann, das zeige ich nochmal, wenn ihr auf Standard geht, Sie erinnern sich, dann wird das entsprechend dann so dargestellt mit dem, wie Excel dann auch wirklich rechnet. Und dann sehen wir haben hier dann eine 1 stehen, das heißt, das ist der Tag 1, wo es losgeht. Und er addiert im Prinzip ab den 1.1.1900 quasi alle Tage einfach nur auf, die seitdem vergangen sind. Und wenn wir wissen wollen, wie viele Tage sind seitdem, also seit heute vergangen bis zum 1.1.1900, das mache ich mal jetzt hier unten, geht es also hier auf ist gleich, die Funktion heute liefert das aktuelle Datum minus, nee, einfach nur das, genügt ja schon, ohne Minus, Quatsch. Und das Ganze mal umgewandelt in Standard. So. Dann sind seit 1.1.1900 genau 43.000 Tage, also 43.546 Tage vergangen. So funktioniert quasi unser Excel-Kalender, der zählt im Prinzip, der geht ab 1.1.1900 los und zählt dann einfach die Tage auf. Ja, und deswegen, jetzt wissen Sie auch, warum man in der Zukunft irgendwo mal eine Grenze ziehen muss, weil irgendwann werden die Zahlen einfach zu groß und wir haben nicht beliebig großen Speicherplatz zur Verfügung. Okay, so viel zum Datum, wie das theoretisch funktioniert in Excel. Jetzt habe ich hier mal eine Übung vorbereitet, um das wieder mal ein bisschen auszuprobieren. Und zwar, hier haben wir es mit Datumswerten zu tun. Ich mache wieder eine Tabelle draus. Sie kennen das Spiel schon. Markiere mir hier das Ganze hier ausgehend von der Überschrift und den Tabelleninhalt oder Tabellenrumpf, sagt man auch dazu. Hier die Bereiche. Gehe dann auf Einfügen und sage Tabelle. Hat Überschriften, klicke ich an. Warum? Weil ich habe die Überschrift mit markiert. Aufpassen, dass Sie oben nicht mit markieren. Das ist nicht Bestandteil der Überschrift einer Tabelle. Die besteht immer nur aus einer Zeile, so eine Überschrift, nicht aus mehreren. Gehe jetzt auf OK. Und bekomme jetzt hier eine sogenannte echte Tabelle. Und damit ich einfacher arbeiten kann, blende ich mir noch die mittleren Werte aus. Aufpassen, ich empfehle immer nur die mittleren auszublenden, nicht die ersten oder die letzten. Das heißt, ich lasse meinetwegen die ersten 3, 4, 5 stehen und markiere jetzt mit gedrückten linken Maustaste einfach hier die mittleren Spalten, dass auch die letzten 3
vier Zeilen stehen und dann rechte Maustaste auf die markierten Zeilen und die vorletzte Option wählen, ausblenden. Jetzt sehen Sie hier einen schönen Sprung drin, also 9, jetzt springt er auf 45. Das heißt, diese Zahlen wurden ausgeblendet. Wenn ich es wieder einblenden will, einfach drüber markieren, rechte Maustaste einblenden und die Zahlen sind wieder eingeblendet. Das geht im Übrigen auch mit Spalten, wie ich es vorhin schon in anderen Übungsbeispielen gezeigt habe. Ja, jetzt möchte ich wieder diese Werte hier, die hier vorne stehen, diese Datumswerte einfach jetzt hier rüber kopieren in alle anderen auch. Ich möchte jetzt bei dem Formatierungsteil, sollen einfach nur die Werte verändert werden bezüglich ihrer Optik. Markiere mir also hier diesen Bereich, der wo das, die Kopiervorgang stattfinden soll. Gehe jetzt auf ist gleich. Sie sehen, hier oben gebe ich die Formel ein, wo das ist gleich auftaucht. Die anderen werden dann entsprechend kopiert. Und dieser Wert, den daneben liegenden, dann Steuerung Enter. Und er kopiert mir die Formeln rüber und nimmt dann einfach den relativen Zellbezug. Ja, das heißt, es bezieht sich jetzt dieser Wert einfach auf diesen und so weiter. Und dieser auf diesen. Sehen Sie hier. Ja, in dieser Übung Datumsformatierung geht es im Prinzip darum, das Datum, also diesen Excel-Datumswert, der jetzt der Inhalt dieser Zelle ist, den wir immer dann sehen, wenn wir hier auf Standard gehen, einfach immer wieder anders darzustellen, ohne dass der Wert selbst dabei verändert werden soll. Dieser Hinweis ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sage ich es immer wieder, damit Sie das nicht durcheinander bringen. Das heißt, die Werte bleiben gleich, sie werden nicht verändert, wir stellen sie nur anders dar. Aber rechnet, Excel rechnet immer mit den Werten, die jetzt hier momentan zu sehen sind, beziehungsweise um diese Werte sichtbar zu machen, brauchen Sie einfach nur auf Standard gehen, dann sehen Sie immer, was wirklich in dieser Zelle drin steht, egal was Ihnen eventuell vorgegaukelt wird durch Formatierung. Ja, hier möchte ich das Ganze als Datum angezeigt haben in der Spalte A. Ich klicke auf die Spalte A, markiere die und sage hier Datum kurz und bekomme jetzt hier das Ganze als Datum dargestellt. Ich erinnere nochmal daran, das, was Sie hier sehen, sind im Prinzip alle Tage aufgezählt seit 01.01.1900, die vergangen sind. Das ergeben im Prinzip jeweils dann 36.000 Tage und so weiter. Je nachdem, wo Sie sich gerade befinden mit Ihrem Datumswert. Hier möchte ich jetzt den Excel-Datumswert einfach mal stehen lassen, zur Erinnerung. Braucht man in der Praxis normalerweise nie im Original. Ja, aber für uns, für Lernzwecke, lassen wir mal stehen. Und in dieser Spalte möchte ich jetzt nur den Monat und das Jahr sehen. Ich werde noch mal kurz mir einen Screenshot machen von der Lösung, damit ich das möglichst so mache, wie auch die Lösung das verlangt. So, also das ist quasi hier, wie es rauskommen soll. Sie brauchen das nur auf Ihren zweiten Bildschirm zu ziehen. Sie brauchen sich die Mühe nicht zu machen, da einen Screenshot reinzuhauen. Ich mache es über einen Screenshot, weil ich habe nur einen Bildschirm. Und blende das hier mit ein. So. Also hier möchte ich jetzt quasi nur den Monat und das Jahr haben. Markiere jetzt einfach wieder die Spalte, die entsprechend formatiert werden soll. Gehe ja auf Benutzer definiert und gebe jetzt die in Anführungsstrichen, nee, ohne ist das in dem Fall, ohne Anführungsstrichen hier den entsprechenden Code an. Also Monat ist das große M. Je nachdem, aufpassen, bei dem Monat haben Sie im Prinzip verschiedene Schreibweisen. Einmal als einstellige oder zweistellige Zahl jeweils. Einmal als immer zweistellige Zahl, also fallweise mit einer 0 davor. Einmal als Abkürzung, zum Beispiel Jan oder Okt für Oktober. Und einmal als komplett ausgeschrieben. Also vier verschiedene Schreibweisen. Deswegen gibt es vier verschiedene M's. Also ein M bedeutet, also großes M, ganz wichtig, steht für Monat, ansonsten wäre es Minute. Also ein M steht für eine Zahl, also jeweils 8, ja, oder 12. 2M steht dann für eine immer zweistellige Zahl, das wäre dann fallweise 08 oder 07, wird eine 0 dazu hingefügt. 3M steht für die Abkürzung, Jan oder Feb. Und 4M steht dann für Februar oder Januar komplett ausgeschrieben. Ich möchte hier das Ganze nur als zweistellige Zahl haben, also genügt hier ein M. Und das Ganze getrennt, komme ich jetzt hier noch runter? Nee, komme ich nie, aber ich kann hier nachgucken. Mit Punkt getrennt. Also dann Punkt dazwischen und dann das Jahr. Das Jahr kann abgekürzt werden, glaube ich, nur mit zwei Schreibweisen. Ja, kurz oder lang. Also 1976 oder nur 76. Ja. Also gibt es einfach nur, glaube ich, nur ein J. Ach so, man kann es aber noch zweistellig. Ich mache es mal so. Ja.
Gehen wir auf OK. Und wir haben jetzt hier jeweils den Monat und das Jahr. Genau. Ach so. Nee, brauchen Sie aber vierstellig. Entschuldigung. Das muss ich noch korrigieren. Ich sehe gerade hier unten in der Vorschau, das sollte so aussehen. Also fehlt dann noch ein J. Wir hatten 2 gemacht. Wo ist jetzt hin? Ach, ich mache es einfach nochmal neu. Also, jetzt haben wir gesagt, 2 mal M für Monat, dann Punkt und 3 mal Jahr müsste das sein. Ne, 3 mal. Passt schon. Weil es gibt ja halt nur, ich glaube, Jahr nur, ich glaube, 1, 2 und 3 und 4-stellig. Also, nee, Entschuldigung, es gibt es nur 2-stellig. Eigentlich nur 2-stellig und 4-stellig, das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. So, dann brauchen wir in der nächsten das Jahr kurz. Also dann wäre es im Prinzip nur 2 oder 1 mal, können wir dann mal ausprobieren. Gehen also nochmal hier rein und der Monat bleibt gleich. Oder Monat wäre, glaube ich, jetzt hier einstellig, genau. Also gehen wir hier rein, Benutzer definiert. Normalerweise müssen wir es hier anzeigen, macht aber nie. Egal, mach es einfach neu, lernen wir es einfach. Also M, groß M für Monat, einstellig in dem Fall. Und ja, kurz wäre, glaube ich, 2 mal ja. Ich glaube, einmal funktioniert nie. Probieren wir es mal aus. Doch, geht auch. Ob wir es 2 oder 1 mal machen, ist egal. Ja. Also einmal J für ja oder 2 mal macht keinen Unterschied. Ja. Genauso 3 oder 4 mal. 3 oder 4 mal steht quasi fürs Jahr ausgeschrieben, komplett. Und einmal oder 2 mal J steht quasi für die Kurzschreibweise für das Jahr. Was haben wir jetzt noch? Achso, das Ganze jetzt als Text. Jetzt sollen wir das Ganze hier als Text haben. Formatiert, also mit so einer Vorsilbe, nämlich Oktober 2000 und so weiter. Wie machen wir das? So dargestellt. Nicht mehr als Datum, sondern wie eine Art Text. Gehen wir da auf Formatierung, Benutzer definiert. Und fügen jetzt noch einen Text mit dazu, also in Anführungsstrichen. Achso. Das wäre jetzt der Monat abgekürzt, also 3 mal M. Dann, jetzt muss ich wieder hier gucken, jetzt mal Punkt und Leerzeichen Jahr, also Punkt und dann das Jahr wieder ausgeschrieben, also 3 mal. Dann hat man hier quasi Oktober abgekürzt 2000 dargestellt von dem Datum. So, dann Tag, einfach nur als einfacher zweistellige Zahl, also markiert jetzt hier den Tag, Benutzer definiert. Und da dürfte dann 2 mal großes T genügen. Und wir haben den Tag. Hat funktioniert. Zweistellig. Den Monat nur zweistellig. Wäre dann 2 mal großes M. Und das Jahr 3 mal J. So viel zur Formatierung. Entschuldigung, Formatierung. Ich gebe noch ein paar Minuten Zeit. Konvertierung. Ich möchte jetzt hier, achso, mache einen Screenshot noch schnell, damit ich ja weiß, was ich ja eigentlich haben will. Im Übrigen achte in der Prüfung darauf, es gibt immer so Kommentare, ja, es ist auch nochmal erläutert. Sehen Sie hier, die finden Sie sowohl im PDF als auch im Excel-Dokument. Jetzt mache ich nochmal kurz hier Platz, gehe auf Sniping. Ziehe mir hier. Wobei ich komme vielleicht besser. Ich mache das einfach so. Da sieht man das noch ein bisschen besser. Und gehe auf Kopieren. Und füge das jetzt hier unten ein. So, ich möchte quasi jetzt hier den Tag als ganze Zahl rausholen. Zur Erinnerung, wenn wir mit Uhrzeiten gearbeitet haben, da konnte man das einfach mathematisch umrechnen. Ja, das geht bei Tagen nicht mehr so einfach. Ja, also hier müssten wir jetzt, also rein theoretisch ging es beim Tag, glaube ich, auch noch. Teilweise. Aber hier ist es einfacher, wenn Sie jetzt hier wirklich mit den Funktionen arbeiten. Das heißt, um den Tag als ganze Zahl, als ein Datum herauszuholen, das ist ein Excel-Datumswert, gehen wir hier auf Formeln und bemühen dafür die passende Funktion. Und die heißt in dem Fall Tag.
rufe die Funktion auf über den Assistenten, übergebe jetzt der Funktion als Argument hier ein Excel-Datumswert, egal der oder der, ist völlig Wurst. Sie sehen, da kommt jetzt hier an und er zieht daraus jetzt hier den Tag als ganze Zahl. Und gehe auf OK. Jetzt haben wir wirklich einen anderen Wert in der Zelle. Während wir vorhin im Prinzip einfach nur die Zelle anders dargestellt haben, haben wir jetzt wirklich einen anderen Wert erzeugt. Wäre relevant für Berechnungen. Ja, beim Monat dasselbe. Gehen wir hier auf Datum Uhrzeit, rufen die Funktion Monat auf und können über die Funktion Monat uns den Monat, in dem Fall die 10, als ganze Zahl rausholen. Sie sehen, es kommt wieder unser Excel-Datumswert an, den zeigt er auch hier in der Vorschau und er zieht jetzt hier den Monat als Zahl heraus. Ja, Sie können sich schon vorstellen, das Jahr ist dann ähnlich. Gibt es halt die Funktion Jahr. Und auch hier wieder übergeben Excel-Datumswerte und bekommen das Jahr als Zahl raus. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Excel-Datumswert, der als Zahlcode vorliegt, wieder in eine andere Zahl verwandelt, konvertiert. Um zum Beispiel nur den Tag zu bekommen als Zahl, nur den Monat oder das Jahr. Hier hinten, also in den Spalten M und N, wollen wir jetzt hier das Ganze mal als Text konvertieren. Wir wollen jetzt keine Zahlen mehr bekommen, sondern wir wollen jetzt Text erzeugen. Zunächst einen einfachen Text, zum Beispiel hier Jahr, Doppelpunkt und dann das Jahr, vierstellig. Das lässt sich im Prinzip auch bewältigen mit so einem kleinen mit einer kleinen Datenoperation. Ich gehe also hier rein, ich sage jetzt hier ist gleich, schreibe dann hier in Anführungsstrichen Jahr, Leerzeichen, dann den Und-Operator rein. Und rufe jetzt die Funktion Ja auf, Klammer zu und gehe in Assistenten für die Funktion Ja, überreiche der Funktion Ja hier den Excel-Datumswert und sie erzeugt uns dann das entsprechende Ja als Zahl. Und das kann ich dann mit dem Text verheiraten. Ich muss das nicht umwandeln, ist in dem Fall nicht notwendig. Also wenn ich jetzt einfach einen Text zum Text hinzufüge, wird automatisch Text raus. Ne, wenn ich eine Zahl zum Text hinzufüge, wird automatisch Text raus. Gehe auf OK. Und wir haben jetzt hier, ah, Doppelpunkt fehlt noch, oder? Genau. Das kann ich noch hinzufügen, den Doppelpunkt hier oben. Einfach das in einer Kurzschreibweise gemacht, nämlich über die sogenannten Textverknüpfung. Hätte ich auch mit der Funktion von Ketten machen können. Aber ich glaube, so geht es schneller. Ja, danach wird das ein bisschen komplizierter. Hier würde ich jetzt doch empfehlen, mit der Funktion von Ketten zu arbeiten, weil da tun wir es ein bisschen leichter mit der Vorschau und so weiter. Hier bei solchen doch komplexeren Verketten-Geschichten, da nehme ich dann doch lieber die Funktion von Ketten. Gehe also jetzt hier rein, rufe die Funktion von Ketten auf. Übergebe zunächst erstmal jetzt hier als Konstante den Anfangstext. Da soll stehen, heute ist der. Jetzt brauche ich den Monat als zweistellige Zahl. Aufpassen, wie könnte man es machen? Ich habe eine Idee. Ja, aber MM, das versteht er jetzt nie. Funktion Text, genau. Die Funktion Text und dann die Form MM eingeben. Also, das, so wird der Schuh draus. Könnten Sie es auch mit der Funktion Monat machen? Wäre eigentlich leichter. Aber warum geht das nicht? In dem Fall. Bitte? Heute ist, ah genau, der Tag erstmal. Richtig, Sie haben recht, ist der nächste Tag. Aber das Prinzip ist dasselbe, ja. Könnten Sie auch die Funktion Tag hier verwenden? Theoretisch schon, wir wollen ja den das Zahl haben, aber die Funktion Tag liefert uns das nicht zweistellig. Das heißt, sie wird uns hier eine 5 liefern, nicht eine 0,5. Das heißt, mit der Funktion Text kann ich das dann auch so formatieren, dass ich es auch zweistellig bekomme. Die Funktion Tag hätte ich das Problem, wie kriege ich die 0 wieder heran? Ja, da möchte ich mit Wenn-Funktion arbeiten, also ein Zeug. Also komme ich besser, ich arbeite hier mit der Funktion Text. Und machen wir das hier mal, rufe die Funktion Text auf, gehe also jetzt hier in den Parameter 2, gehe dann hier auf weitere Funktionen, Funktion Text, übergebe hier den Excel-Datumswert und gebe jetzt die Formatierung ein. Zweistellig, also Doppel-M. Die muss auch in Anführungsstrichen geschrieben werden, das vergesse ich jedes Mal. In dem Fall in Anführungsstrichen. Die Formatierung. Gehe zurück in die Funktion Verketten,
Schau mal die Vorschau an. Sieht gut aus. Heute ist der. Jetzt erweitere ich den nächsten Parameter. Jetzt brauche ich den Monat. Wobei, das hätte ich eigentlich auch noch gleich mit. Genau, ich brauche noch den Punkt. Und ich den Monat. Ich versuche, ob ich das gleich in der Funktion Text hinkriege. Ich gehe mal die Funktion Text und mache noch einen Punkt rein. Ja, das geht. Und jetzt noch den Monat Oktober ausgeschrieben. Ach so, Entschuldigung, ich brauche. Nee, nee, Sie haben recht. Ich brauche jetzt mal TT für Tag. Jetzt kommt der Monat. Punkt. Und jetzt brauche ich den Monat viermal. So, 15. Oktober, mache noch ein Leerzeichen rein. Und zum Schluss noch das Jahr. Und das ist dann einfach dreimal. So, jetzt haben wir es. Also, großes zweimal Doppel-T. Damit bekommen wir den Tag zweistellig. Dann Punkt, dann Leerzeichen. 4 mal M, damit bekommen wir den Monat komplett ausgeschrieben. Und 3 mal J für Jahr vierstellig. Das heißt, das liefert mir die Funktion Text. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mit der Funktion Verketten anrücken brauchen hier. Weil ja ich eigentlich nur eine. Ist im Prinzip auch nicht viel anders als hier. Nur dass halt hier die Formatierung ein bisschen komplizierter ist. So. Was haben wir hier? Heute ist der 15. Tag im Monat, 10. Monat des Jahres 2000. Versuchen wir das mal hier zu machen. Macht das die Funktion Text auch? Na, ich glaube, das macht sie nicht. Sie tut ja keinen Text. Das wir mit Verketten machen. Also gehen wir da auf Text, dann auf Verketten. Dann rufen wir die Funktion, geben wir den ersten Text ein, der konstant ist. Also es ist, Anführungsstrichen, es ist der Leerzeichen. Jetzt muss ich die Funktion Text aufrufen. Wobei, das können wir mit der Funktion Tag jetzt machen. Jetzt brauche ich es nur als Zahl. Also rufe die Funktion Tag auf. Das geht ein bisschen schneller. Übergeht der Funktion Tag einen Excel-Datumswert. Diesen. Gehe zurück in Verketten. Und schreibe weiteren Text hinzu, also wieder Anführungsstrichen, Punkt, Leerzeichen, Tag im Leerzeichen. Jetzt brauche ich den Monat. Das mache ich mit der Funktion Monat. Das kopiere ich einfach von hier oben. Schmeiße das hier rein und mache aus der Funktion Tag Monat. Jetzt muss ich wieder rüber scrollen. Geht das hier noch? Ja. Im Monat des Jahres 2000, also jetzt noch wieder konstanter Text, wieder Leerzeichen, Monat, also Punkt, Punkt, Leerzeichen, Monat des Jahres, Leerzeichen und rufe jetzt die Funktion Jahr auf. So, es ist der 15. Tag im 10. Monat des Jahres und so weiter. Zum Schluss gibt es sogar noch einen Punkt dahinter. Nee, Sie kriegen das glaube ich nicht hin, weil die Funktion Text, können Sie mal probieren, akzeptiert solchen Zwischentext nie bei der Formatierung. Die funktioniert glaube ich nur reine Formatierung. Also reine Formatierungsbefehle. Ich zeige es dann gleich mal. Erstmal hier auf OK. Jetzt kam die Meldung, durchaus berechtigt, war auch mein erster Gedanke. Kann ich bei der Funktion Text auch solchen Text mit einbauen in die Formatierung, was normalerweise, wenn Sie hier formatieren würden, also auf die Art und Weise das machen würden, wird das normalerweise gehen. Ja. Schauen, ob das die Funktion Text sowas auffrisst. Ich glaube nicht. Gehe also hier rein, möchte jetzt hier irgendeinen anderen Text einbauen. Oh doch. Macht er. Aber nicht ganz. Sehen Sie, jetzt mache ich das S wieder ein Problem, weil das S würde wieder als Sekunde interpretieren. Also Sie müssen mal aufpassen, wenn Sie das machen, dann dürfen Sie keine Buchstaben verwenden, die normalerweise Formatierungsbuchstaben sehen. Deswegen steht nämlich hier A, also SA, also anstelle des S kommt eine 0. Warum? Weil ich denke, das ist Sekunde gemeint. Also das heißt, es geht nur bedingt, sofern Sie jetzt keine Buchstaben verwenden, die irgendwie Formatierungsbuchstaben sind, wie T, wie M, wie S und so weiter. Und deswegen ist es wird zu kompliziert, deswegen würde ich das empfehlen, nicht so zu machen, sondern einfach. Man kann es auch in Anführungsstrichen setzen. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Oder geht das? Nee, das geht auch nicht. Oder zwei Anführungsstrichen.
Doch, wenn Sie zwei Anführungsstrichen setzen, dann wird es gehen. Also Sie müssen quasi den Text, den Sie einschieben, in zwei Anführungsstrichen setzen. Dann könnten Sie das auch mit der Funktion Text machen. Ich zeige es vielleicht nochmal. Also rein theoretisch hat Ihr Kollege recht. Man kann das auch mit der Funktion Text machen. Man braucht ja keine Verkettengeschichte. Sie müssen da noch ein paar Sachen beachten. Ich mache es mal hier daneben. Rufe also die Funktion Text auf. Unter Formeln Text. Und hole mir jetzt hier meinen Excel-Datumswert. Der steht ganz hier vorne. Und jetzt gebe ich die Formatierung ein. Muss jetzt quasi einmal Anführungsstrichen für die Formatierung an sich. Jetzt muss ich quasi in Anführungsstrichen meinen Text schreiben. Also es ist der Leerzeichen. Jetzt kommt meine Formatierung für den Monat, für den Tag. Das ist dann T. Ah, das geht schon los. Das meckert doch schon rum. Auch vorhin ging es komischerweise. Wahrscheinlich muss am Anfang schon irgendein TT stehen. Also es ist irgendwie. Komisch, dass er das nicht macht. Du machst, dürfen es kein Leerzeichen sein. Auch nicht. Also vorhin ging es gerade, wo ich das getestet habe. Jetzt geht es wieder nicht. Ja, vergessen Sie. Ist zu kompliziert. Lass es lieber sein. Ja. Also vorhin ging es auf einmal. Jetzt geht es wieder nicht mehr mit diesen Rumgemähre da mit den Anführungsstrichen. Also ich würde das mit Verketten machen. Also die Funktion Text ist okay, solange Sie da nur mit reinen Formatierungsbefehle da eingeben. Wenn Sie da Text drunter mischen, wird es ein bisschen kompliziert. So, jetzt möchte ich hier auf meinen Tag hier vorne 3 Tage drauf addieren oder einen Monat abziehen oder 2 Jahre drauf addieren. Wie macht man das? Haben Sie eine Idee? Ähnlich wie wir es vorhin bei der Uhrzeit gemacht haben. Sie erinnern sich vielleicht. Da haben wir Stunden drauf addiert oder abgezogen und so weiter. Jetzt haben wir das Ganze mit Tag. Nee, nee, man kann das erweitern. Wie tun wir jetzt hier Tage aufaddieren? Vorschläge. Genau, hat er erfasst, ja. Dadurch, dass Excel ja sowieso mit Tagen rechnet, können wir auch einfach Tage addieren. Das ist mal richtig erkannt. Also Tage ist kein Thema. Das ist das Einzige, was funktioniert, so ohne weiteres. Also geht sie einfach auf ist gleich, nehme hier mein Ausgangsdatum, sage einfach plus 3. Dann werden du das Ganze wieder als Datum formatieren und dann sind wir 3 Tage in der Zukunft. Datum kurz, sehen wir vom 15. zum 18. und so weiter. Warum ist das so? Haben Sie richtig gesagt, weil Excel sowieso mit Tagen arbeitet. Ja, dann können Sie im Prinzip auch einfach mit Tagen rechnen. Weil das, was Sie hier sehen, nochmals Wiederholung, was hier, das ist ja im Prinzip der eigentliche Excel-Datumswert, mit dem er rechnet. Das ist nichts anderes als die Tage gezählt seit 01.01.1900 bis heute oder bis jeweils zu diesem Datum. Okay, jetzt kommen wir zum Monat. Da wird es ein bisschen komplizierter. Hat trotzdem jemand vielleicht zufällig eine Idee? Wenn ich zum Beispiel einen Monat abziehen will. Das soll nicht 18.10. stehen, sondern 18.09.2000. Nee, so einfach ist es nie. Es ist viel komplizierter. Ja. Hier ist es so: Ich mache das jetzt, da ich jetzt aufzeichne, mache ich das jetzt hier mal in dem Programm. Ich hoffe, ich kann drin rummalen, dass ich mir quasi das Datum auseinandernehmen muss. Und zwar. Ist es so, dass ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt hier aufzeichne, an der Tafel machen muss. Ich ziehe mir mal hier ein Datum raus. Zum Beispiel dieses hier. Oder anders, ich mache einfach hier einen Screenshot über dieses Feld. So, da kann ich ein bisschen drin rummalen. Ich schreibe mal hier ein Datum rein. Zum Beispiel, was weiß ich, 2., 3. 1980. So, jetzt möchte ich hier mit dem Monat arbeiten. Was müssen Sie machen? Sie müssen sich zunächst über die Funktion Tag
den Tag rausholen, über die Funktion Monat den Monat. Eine Klammer dazu, müssen wissen, was eine Funktion ist. Die kennen Sie ja schon, die Funktion, also plus dazwischen noch. Und über die Funktion Jahr das Jahr rausholen. Jetzt haben Sie die einzeln da als Zahlen und können damit arbeiten, wie addieren, subtrahieren und so weiter. Theoretisch können Sie sogar multiplizieren, macht doch keinen Sinn. Ja? Und jetzt müssen Sie das Ganze wieder zusammenbauen. Jetzt können Sie zum Beispiel hier, wie in unserem Fall, hier einfach, ich mache es mal hier mit Blau, hier bei dem Monat. Sie kriegen dann quasi über hier die 2 raus, hier kriegen Sie die 3 raus, hier die 1980, also die 1980 eigentlich. Und jetzt könnten Sie hier theoretisch hier was abziehen. Und jetzt müssen Sie das Ganze einfach wieder zusammenbauen. Und das macht die Funktion Datum. Ja, mit der Funktion Datum kann man wieder ein Datum aus einzelnen Bestandteilen zusammensetzen. Der Funktion Datum übergeben Sie, ich glaube, ein Jahr, einen Monat und einen Tag. Ja, und das holen Sie einfach dann von hier. Also so sieht das dann aus. So, das ist das. Ne, der Tag ist hier hinten. Also Entschuldigung, das. So. Also, das wäre dann mein Tag, das wäre mein Monat und das wäre das Jahr. Ich mache das einfach mal. Ich rufe also die Funktion Datum auf. Gehe also hier rein, rufe die Funktion unter Fummeln, die Funktion Datum auf. Das ist hier, Datum Uhrzeit, die Funktion Datum. Ich zeige es mal kurz exemplarisch. Mit der Funktion Datum können Sie theoretisch einen Excel-Datumswert erzeugen. Also mal, weil es nicht so einfach ist. Wenn Sie ein Datum einfach eingeben, macht das Excel auch quasi automatisch für Sie. Deswegen brauchen Sie die Funktion Datum normalerweise nicht für die Eingabe, sondern eher für die Datenverarbeitung, wie in unserem Fall. Aber ich trotzdem mal demonstrieren. Ich gebe mal hier ein Jahr ein, zum Beispiel 2000. Dann gebe ich hier einen Monat ein, zum Beispiel 1. Und den Tag, zum Beispiel 20. Und Sie sehen, erzeugt dann so einen Excel-Datumswert. Das ist die Aufgabe der Funktion Jahr. Und jetzt, Datum. Und jetzt tue ich quasi einfach hier mir das Jahr holen. Das Jahr hole ich mir jetzt einfach hier aus meinem Excel-Datum, was schon da ist. Rufe also über die Funktion Jahr. Hole ich mir jetzt hier mein Jahr raus. 2000. Ja, das kommt jetzt hier an. Jetzt über die, das kopiere ich mir das einfach. Und über die Funktion Monat hole ich mir den Monat aus dem Datum als Zahl raus. Und über die Funktion Tag hole ich mir den Tag als Datum als Zahl raus. Jetzt habe ich quasi hier über die einzelnen Funktionen das Datum, was hier vorne steht, quasi aufgesplittet. Habe das hier als einzelne Zahlen verfügbar und können jetzt hier arithmetische Operationen durchführen. Zum Beispiel beim Monat einfach minus 1 abziehen. Sehen Sie hier. Das hat er quasi aus der 10 die 9 gemacht. Und die Funktion baut das dann wieder zusammen in einen Excel-Datumswert. Verstanden das Prinzip? Sie nehmen also Ihren bereits vorhandenen Excel-Datumswert, können den über die Funktionen Tag, Monat und Jahr zerlegen in die einzelnen Bestandteile. Und dann können Sie mit den rechnen, mit den Bestandteilen. Sie hätten es auch mit dem Tag machen können, wäre aber zu umständlich gewesen. Und bauen es dann wieder, nachdem Sie sie quasi manipuliert haben, berechnet haben, verändert haben, können Sie das Datum wieder zusammenbauen. So ist das ganze Prinzip. Braucht man eigentlich nur, wenn Sie mit Monaten oder Jahren rechnen. Wenn Sie mit Tagen rechnen, könnten Sie theoretisch auch so vorgehen, ist allerdings unnötig, weil Tage können Sie einfach so aufaddieren oder subtrahieren, weil Excel eh mit Tagen arbeitet. Gehe also jetzt hier auf OK und wir sehen, wir sind jetzt quasi hier einen Monat zurückgegangen. Dasselbe können Sie jetzt gleich mit Jahren machen, probieren Sie das mal aus, selber. Also Sie rufen einfach die Funktion Datum auf. Was? Fügen es wieder ein. Dann hat man gesagt plus 2 in dem Fall. Dann wieder einfügen. Das wäre der Monat. Und das wäre der Tag. Also Sie sehen wieder, ich rufe die Funktion Datum auf. In dem Parameter Jahr hole ich mir das Jahr von meinem Ausgangsdatum, wo ich quasi 2 Jahre drauf addieren will, bekomme das quasi als Zahl geliefert, addiere 2 drauf und den Rest mache ich dann mit Monat und Tag, ohne dass ich es verändern muss. Könnte theoretisch auch verändern, wenn ich wollte. Ist allerdings in dem Fall nicht gefordert.
GfK. Und wir haben jetzt hier quasi 2 Jahre in die Zukunft gearbeitet. Ja, jetzt geht es um die Differenz, das Ganze rückzurechnen. Und hier haben wir ein Problem. Lass es mal hier stehen. Die Differenz in Tage ist klar, das können Sie natürlich einfach machen. Machen wir auch gleich mal. Das ist immer simpel, weil der Excel in Tagen rechnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Datum minus das Ausgangsdatum nehme, müssen hier 3 Tage rauskommen. Ich rechne quasi zurück. Gehe also hier rein, sage ist gleich, nehme hier dieses Datum, was ich quasi erhöht habe um 3 Tage, minus das Ausgangsdatum, Enter und komme wieder auf meine Zahl 3. Habe quasi die Rückrechnung durchgeführt. Die geht, wie gesagt, wenn es sich um Tage handelt, relativ einfach, weil ja Excel in Tagen rechnet. Doch, wie geht das bei Monaten? Da ist es jetzt extrem schwierig. Sie könnten natürlich auf die Idee kommen zu sagen, na gut, ich mache es einfach wieder mit dem Zerlegen. Zerlegt das wieder, aber Sie müssen beachten bei der ganzen Geschichte, dass natürlich die Zerlegung dann nie berücksichtigt, dass sie eventuell auch am Ende eines Monats liegen könnten, wo es dann so Sprüngen gibt. Ja, wenn Sie zum Beispiel hier, Sie haben meinetwegen den, ich glaube, wenn ich nichts Falsches sage, den 31. Januar und tun dort einfach einen Monat aufaddieren, dann kämen Sie theoretisch in den 31. Februar, den es nicht gibt. Ja, mit dieser Methode. Und wenn Sie das mit dieser Version machen, die ich Ihnen gezeigt habe, geht er immer automatisch auf den nächstgültige Datum, springt er dann. Nämlich in dem Fall würde er dann wahrscheinlich, probiere es mal aus, wenn ich etwas Falsches sage, ich nehme mal hier, rufe die Funktion Datum auf, Datum, und gehe jetzt hier auf den Assistenten dazu, gebe ein, irgendein Jahr, ist egal, dann gebe ich ein den Monat 2 und als Tag 31. Mal gucken, was dann rauskommt. Und dann sehen Sie, er geht automatisch dann, habe richtig geschätzt, einfach springt er weiter in den zweiten, dritten. Das wäre im Prinzip dann die Anzahl der Tage richtig. Das geht, wenn Sie das quasi so hochrechnen. Wenn Sie allerdings rückrechnen, ist das extrem schwierig, dann rauszukriegen, solche Sprünge. Ja, deswegen, wenn Sie auf die Idee kommen sollten, das Datum zurückzurechnen, indem Sie einfach das Datum zerlegen, haben Sie diese Sprünge nicht mit drin. Weil die kriegen Sie dann ganz schnell. Dann müssen Sie einen Haufen Wenn-Funktionen einbauen und so weiter. Das wäre zu kompliziert. Und es gibt dafür eine spezielle Funktion. Aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, warum das so ist, ist die zwar in Excel vorhanden, allerdings nicht dokumentiert. Irgend so eine Art Geheimwaffe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Lizenzproblem oder so. Seitdem ich mit Excel arbeite, ist das schon so. Sie ist quasi hier dokumentiert. Ich habe das verlinkt auf einer Webseite. Und das ist so eine Funktion DDIF. Mit der können Sie quasi Differenzen ermitteln und sie macht Sinn, sobald Sie Differenzen nicht in Tagen berechnen wollen. Sie sehen, Sie geben den Namen ein, dann müssen Sie das Startdatum eingeben. Sie müssen allerdings darauf achten, dass das Startdatum immer kleiner als das Enddatum sein muss, von der Reihenfolge her, damit Sie halt keine negativen Differenzen rauskriegen. Und dann die Zeiteinheit, sprich, wie wollen Sie die Differenz haben? Wollen Sie die in Jahren haben? Anzahl der kompletten Jahre, Anzahl der kompletten Monate, Anzahl der Tage, Unterschied in Tage, wobei Monate und Jahre ignoriert werden und so weiter. So können Sie das quasi steuern. Achten Sie dabei darauf, dass die Formatierung, dass die Funktion quasi jetzt nativ vorliegt, das heißt, das ist keine übersetzte Funktion, das ist quasi die Originalfunktion und die arbeitet mit den englischen Bezeichnungen, nämlich weiches D für Tag und Y für Jahr. Die können Sie nicht mit den deutschen Verabkürzungen wie J oder hartes D füttern. Ja, Monat ist es egal, aber bei Jahr und bei Tag müssen Sie halt beachten, dass Sie hier jetzt mit den englischen Abkürzungen arbeiten müssen. Ja, das können Sie gerne ausdrucken, mit in die Prüfung nehmen. Das müssen Sie nicht auswendig lernen. Müssen halt nur wissen, das ist die einzige Funktion, bei der funktioniert nicht der Assistent. Weil, wie gesagt, Excel lässt sie zwar funktionieren, tut sie aber nicht unterstützen. Das heißt, sie geht, aber sie haben keinen Assistenten dazu und keine Dokumentation. Das heißt, sie muss ich einfach manuell eingeben. Ich gehe also hier auf ist gleich. Achten Sie auch dabei, Sie müssen auf die richtige Schreibweise achten. DDIF, also dürfe ich nicht verschreiben. Klammer auf, Klammer zu. Und das Ding hat drei Parameter. In Semikolon einfach drei Semikolon eingeben.
Und zunächst das die Differenz ausrechnen, also hier minus im Monat. Also muss quasi jetzt hier, das ist größer, also das Startdatum, dann Enddatum, warte mal, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, was hatte ich gesagt vor uns? Das Startdatum muss klar ist das Enddatum. Ah, okay. Entschuldigung, die Reihenfolge war verkehrt, also nochmal raus. Hier muss das Startdatum muss kleiner sein als das Enddatum, also hier Startdatum. Dann hier dahinter das Enddatum und jetzt noch die Differenz in Monaten. Oh, das habe ich hier verklickt. Hier fehlt noch was. Ich glaube, in Anführungsstrichen war das. Monat hatte ich gesagt. M. Genau, 1. Zeig's dir nochmal. Das wäre die Funktion. Ich mach die Lupe an, die das nochmal sehen. Bildschirm, Lupe. Wie gesagt, leider gibt es dafür keinen Assistenten. Sie können den zwar jetzt öffnen. Assistent. Wo ist er jetzt hin? Na, okay, jetzt sehe ich ihn. Hier unten ist er. Ja, das sehen Sie zwar auch dann hier diese Felder, aber Sie haben keinerlei Erläuterung dazu. Also formal kennt Excel die Funktion nicht. Obwohl sie funktioniert. Und ich habe auch noch schon mal ein bisschen rumrecherchiert. Ich dachte, okay, es gibt eine andere Methode. Aber nein, das ist auch die Methode, die von professionellen Excel-Trainern gelehrt wird. Das ist die Vorgehensweise. Warum das so kompliziert ist, weiß ich nicht. Ja. Müssen wir mal recherchieren, ob es da irgendein Lizenzproblem gibt oder so. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist die einzige Funktion, die müssen Sie wirklich manuell eingeben, wo Sie keinerlei Support von Excel bekommen. Aber wenn Sie richtig eingeben, funktioniert sie auch. Na, das würde nicht funktionieren. Das hatte ich vorhin schon erklärt. Das Problem ist bei Monat minus Monat, dass Sie dann die Sprünge nicht mit reinkriegen. Wenn Sie zum Beispiel den 31.02.2000 bekommen, den gibt es nie. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel eine Datumsverschiebung vorführen, nicht vorführen, sondern vollführen, indem Sie quasi ein Datum erzeugen, was es eigentlich nicht gibt, dann springt er in das nächstgültige Datum rein. Ja, ich zeige es mal kurz hier unten, was ich damit meine. Nochmal. Ich gehe mal hier auf OK. Mal die Lupe aus. Ich rufe mal die Funktion Datum auf. Also hier Datum Uhrzeit, die Funktion Datum. Gebe mal irgendeine Jahreszahl, ist egal. Jetzt gebe ich einen Monat ein, 31. Quatsch, 2. Und hier als Tag 31. Und das ist normalerweise ein Datum, was nicht existiert. Es gibt keinen 31.02. Ja. Wenn sowas entstehen würde infolge meiner Datumsverschiebung, was macht er da? Dann springt er hier in den 2.3. Dann würden Sie aber als Differenz 2 Monate rauskriegen, wenn Sie arbeiten wollten wie Sie und nicht einen. Deswegen müssen Sie halt aufpassen. Die Methode mit dem Datum zerlegen beim Rückrechnen berücksichtigt solche Sprünge nicht. Wie gesagt, wenn Sie mit Datum arbeiten, ist es ein bisschen komplizierter als mit Uhrzeiten. Aber die Funktion DDIF ist nicht so schwierig. Wie gesagt, Sie können das Ding ausdrucken, in die Prüfung nehmen, die Webseite. Mit ein bisschen Übung ist das kein Thema. So, machen wir noch die nächste hier, das Jahr, dasselbe. Ich rufe ist gleich die Funktion DDIF auf, Klammer auf, Klammer zu, klicke jetzt hier oben rein, die Bearbeitungsleiste. Zunächst das Startdatum, das muss kleiner sein als das Enddatum, also dieses hier. Dann Trennung ist Semikolon. Jetzt das Enddatum, das wäre dann dieses, wieder Trennung, Semikolon oder Punktstrich. Und zunächst das dann das Format in Anführungsstrichen, wäre das das Y für Jahr. Und wir kommen auf 2 Jahre, genau das, was wir quasi drauf addiert haben. Also das Rückrechnen hat funktioniert. Ich zeige mal die Funktion, das ist richtig. Achten Sie auch darauf, die Reihenfolge, ne, dass halt, wo ist die Bildschirmlupe? Hier. Das Startdatum muss immer kleiner sein als das Enddatum. Das steht auch in der Dokumentation drin. Wenn Sie das verletzen, dann tut Ihre Funktion nicht funktionieren.
So, was wollen wir noch machen zum Schluss? Noch ein paar Sachen, die wir zum Berechnen haben. Hier zum Beispiel das Alter in Tagen. Was steht hier oben drin? Ohne DDIF. Okay, das können wir weglassen. Das ist so, also in Tagen haben wir eh schon gemacht. Das ist kein Thema. Mittels DDIF. Ach so, das Alter in Tagen. Was kommt da hier rein? Ja. Also das, die muss man schon kennen, wenn man mit Datums, weil Datumsdifferenzen kommen relativ häufig vor in der Praxis auch, ja, wenn man weiß, wie es geht. Das ist ja nicht so schwierig, wenn man es mal gemacht hat, ist kein Ding. Ach so, das ist quasi das aktuelle Alter. Okay, das aktuelle Alter in Tagen ausgehend von der Funktion heute. Gehe also hier, schreibe es oben nochmal rein, von wo ich starte. Also ich gehe jetzt hier auf ist gleich Anführungsstrichen. Dann und Operator die Funktion Text aufrufen, Klammer auf, Klammer zu und die Funktion heute. Und ich möchte sehen von der Funktion heute, dass den Tag, den Monat und das Jahr. So, jetzt bekomme ich hier das Datum mit angeblendet. Achso, Leerzeichen fehlt noch. So, also ausgehend vom aktuellen Datum soll jetzt die Differenz ermittelt werden zu dem Datum in Tagen zunächst, ohne die Funktion DDIF, das ist ja ganz simpel, also ist gleich heute, Klammer auf, Klammer zu, minus dieses Datum. Und das Ganze als Standard formatiert, wäre dann die Tage. So. Also, seit dem 15.10.2000 bis heute, den 22.03.2019, sind genau 6732 Tage vergangen. Das kann man auch machen mit der Funktion DDIF. Also in Tagen gibt es immer zwei Varianten. Machen wir mit der Funktion DDIF nochmal. Also wir gehen auf ist gleich DDIF, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt gebe ich hier oben nochmal das Startdatum ein. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das sollte das sein hier, weil es kleiner ist. Dieses. Dann Strichpunkt, das aktuelle Datum liefert die Funktion heute, Klammer auf, Klammer zu. Und dann nochmal einen Speichstrich. Und wenn wir es haben, wir wollen das Ganze in Tagen haben. Mal gucken, ob das jetzt die richtige Formatierung ist. Werden wir gleich sehen. Ja, das ist die richtige gewesen. Da jetzt können Sie das Alter noch in Monaten ermitteln und in Jahren. Über DDIF geht das dann bloß noch. Jetzt kopiere ich mal einfach die Funktion von hier drüben. Oh ne, für Lernzwecke gebe ich es nochmal neu ein. Also ist gleich wieder DDIF. Klammer auf, Klammer zu. Wir nehmen das Startdatum. Das ist dieses. Das Zieldatum ist das heutige Datum. Die Differenz wäre in Anführungsstrichen in Monaten. Und das noch in Jahren, also auch wieder ist gleich DDIF, Klammer auf, Klammer zu, Startdatum ist dieses, Enddatum die Funktion heute, Klammer auf, Klammer zu, und die Differenz wollen wir haben in Jahren, also Y, Enter, 18 Jahre, 34 Jahre und so weiter. Das genaue Datum kann man dann noch sich zusammenbauen hier als Text, das erstmal aufschlüsseln. Also, das sagen, okay, es sind 9 Jahre, 1 Monat und 3 Tage vergangen. Ja, das können wir als Hausaufgabe machen. Das mal so aufzuschlüsseln. Nochmal. Diese Sache. In der Prüfung sehen Sie auch das PDF. Ja, damit Sie halt sehen, was rauskommen soll. Ja. Okay, so viel dazu. Das nächste Mal gehen wir hier weiter. Das war nur ein Vorgesplänkel. Das nächste Mal schauen wir uns dann echte Zeitwerte an. Ein echter Zeitwert zeichnet sich dadurch aus, dass sie da sowohl Datum als auch Uhrzeit haben. Ja, das ist dann nochmal ein Tick schärfer. Sie sehen, da sind wir dann schon im Prüfungsniveau mit 3 Smileys. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und noch einen schönen Freitag. Und wir sehen uns dann nächste Woche.